Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Libyen und der Beta-Test-Karte. Wir haben Tag Nummer 25 und wir stehen weiter auf Rang 1 mit 335 Siegpunkten. Und wir haben heute Morgen den Krieg gegen Nubien begonnen, endlich, nachdem wir gestern Abend den Krieg gegen die KI hier, das war glaube ich der Chat, genau, beenden konnten. Dieser Krieg war nicht so schlimm für uns, wir haben knapp 50.000 Truppen verloren, der Chat knapp 300.000, das war alles sehr gut möglich und der Moralboost war sehr gerne gesehen, auch wenn es jetzt langsam echt schwer wird, hier die Provinzen zu halten, gerade die Provinzen ohne Bebauung, die können jetzt nicht mehr einfach so die 100% halten, das heißt, da wird es jetzt immer wichtiger, dass wir entsprechend viele Eisenbahnen ausbauen. Und ja, derweil hier der Angriff auf Nubien, die aktuell militärisch stärkste KI. Ist das immer auch der Fall? Mal gucken. Nubien, Westalgerien. Ja, Nubien hat 7,3% der weltweiten Militärstärke. Eine ganze Menge. Das heißt, die sind wirklich stark. Wir haben jetzt schon hier die erste Schlacht geführt. Wir gucken mal auf die Verlustzahlen. Ich habe es noch gar nicht gesehen, was da passiert war. Sie haben bereits 96.000 verloren, wir 26. Also das hat sich noch ein bisschen verändert, jetzt diese Zahl. Aber genau, wir rücken hier langsam vor, nehmen jetzt hier alles ein, splitten auch mal hier die Einheit auf. Die können dann schon mal so das hier einnehmen. Die Festung immer das größte Problem, weil natürlich jetzt bereits Tag 25 erreicht ist. Die KI hat entsprechend viel Zeit gehabt, um sich aufzubauen. Überall sehr starke Festungen. Die brauchen ein bisschen, dass wir da durchbrechen können. Dafür sind wir auch dann mit den Artis ganz gut besetzt. Die Kavallerien alleine wären dann nicht so die Wucht dagegen, weil wir halt auch nicht wissen, was drin steht. Und gerade auch sowas hier wie Eld Altron. Ich würde da gerne reinrennen mit der Armee hier, aber ich kann es halt nicht riskieren. Das könnte wirklich wehtun und ich will jetzt nicht so viele Verluste haben. Das heißt, wir warten lieber mal und warten auch darauf, dass unsere Allies dann zu uns stoßen. Die machen hier gute Fortschritte. Französisch-Westafrika ist AFK. Hier drüben die Küste bereits erreicht in Nigeria. Die letzten Nationen werden hier sehr bald fallen. Und wir bauen in der Zwischenzeit immer weiter auf unsere Festung in Richtung des Roten Meeres und des Suezkanals. Hier stehen bereits die alliierten Feinde zusammen, Turkestan und das Osmanische Reich. Wir bauen uns derweil in Kairo und Co. weiter auf. Level 4 und 5 Festungen werden errichtet. Und die Frage ist jetzt eben, ja, was machen wir hier? Wie können wir da jetzt vorgehen? Was wird vor allem auch unser Gegner machen? Ich bin ja immer noch eigentlich sehr erpicht darauf, hier Spanien anzugreifen. Diese Entscheidung werde ich dann wohl treffen, basierend auf der Performance von Spanien im Kampf im Balkan. Denn hier drüben rückt jetzt aktuell Turkestan vor. Und die Frage ist jetzt konkret, wie läuft das da mit den Verlusten? Turkestan, oh, Spanien hat hier ganz schön auf die Schnauze bekommen. Das wäre also schon eine ganz gute Möglichkeit, da eigentlich jetzt einzugreifen und zu sagen, wir schicken einen Trupp und übernehmen zumindest Italien und sorgen dafür, dass dann eben nicht das Mittelmeer von Turkestan und dem Osmanischen Reich dominiert werden kann. Das wäre ja schon mal eine ganz sinnvolle Investition an Zeit und Ressourcen. Wir haben bereits unsere Marine hier ganz gut aufgebaut. Es wäre jetzt an der Zeit, die auch mal zu nutzen. Wir haben jetzt nicht wirklich viele Spezialtruppen hier dabei, aber das brauchen wir vielleicht gar nicht. Wir bauen auch aktuell hier noch einen weiteren Kreuzer. Könnten noch einen Fliegerhorst bauen, Flugzeug können wir auch einsetzen. In den beiden Fabriken hier unten haben wir aktuell schwere Panzer. Die ersten beiden schweren Panzer wurden bereits heute Morgen fertiggestellt. Und in Kyrene bauen wir eine Arti und die Level 4 Fabrik. Und die können auch mal mitkommen hier so. Und dann ist die Frage, genau, ich wollte hier in Alexandria noch eine weitere Fabrik bauen. Erstmal in 4 Minuten ist hier die Werkstatt fertig. Dann können wir da noch mehr produzieren. Die Frage ist, wo sonst könnte man noch produzieren? Ich denke mal Doppelprovinzen wie hier in Gard. Das würde schon Sinn machen. Dann bauen wir mal hier weitere Werkstätten aus, weil wir auch dann den Stahl verkaufen können. Das ist ganz gut. Und dann können wir eben auch hier produzieren. Gerade auch so ein paar Support-Truppen bräuchten wir noch ein bisschen in größerer Zahl. Ballons auch, auch für die Luftabwehr, ein paar neue Panzerwagen. Könnte alles nicht schaden. Das heißt, hier ein bisschen Produktion aufzubauen, ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Alexandria hier auch mal einen Panzerwagen. Und in Gard auch. Ich habe immer ganz gerne so einen schönen Mix an Einheiten, einfach weil das bringt schon was. Du willst immer durchaus mal ein paar Sachen machen und brauchst dafür dann die gewissen Truppen. Und gerade Panzerwagen sind für die Einnahmen von Gebieten unfassbar wichtig, aber auch für die Luftabwehr sind die toll. Das heißt, da diesen Mix zu haben, das ist immer sehr wertvoll. So, die Oase hier baut auch einen Panzerwagen. Ach, guck mal an, dann können wir den ja einfach mitnehmen gleich. Wir bauen erstmal das Wehramt, dann die Werkstatt wieder aus und dann können wir das auch noch machen. Und dann ist halt die Frage auch hier, ich würde wirklich vorschlagen, wir bauen dann eventuell zumindest mal ein IBG, weil dieses IBG könnte ja Nordarabien, warum ist Nordarabien eigentlich hier in Zypern, sag mal, dann können wir nämlich mit dem IBG hier so ein bisschen auch die Meergebiete kontrollieren, also ein IBG in Kyrene, eins in Kairo, das würde schon so ein bisschen Kontrolle einfach uns geben und wäre auch imstande dann hier zumindest die meisten Provinzen noch im Hinterland zu treffen, auch diese Fabrikprovinz hier Akaba.
Und dadurch wäre dann das Osmanische Reich nicht imstande, so einen kleinen Krieg gegen uns zu wagen. Wir könnten eben immer ihre Infrastruktur treffen und entsprechend schweren Schaden anrichten. Das heißt, sie müssten uns dann schon irgendwo auch angreifen. Und da sind sie wahrscheinlich nicht imstande, das erfolgreich umzusetzen, da wir ja doch wirklich immer noch deutlich stärker sind als alle anderen. Wenngleich Turkestan inzwischen die größte Armee hat. Und das kommt auch nicht aus dem Nirgendwo. Die haben wirklich gut aufgebaut, bauen auch überall wahrscheinlich Infrastruktur aus, haben jetzt auch Indien ganz verschluckt. Die werden schon immer stärker und haben noch ein paar gewisse Gebiete zum Weiterausbreiten. Russland zum Beispiel, aber auch hier Arabien. Ein paar Provinzen gibt es hier noch, aber viel mehr kommt da nicht. Aber sie werden wahrscheinlich dann nach Somalia gehen und sich mit Äthiopien anlegen. Das heißt, auch hier ist ein Landkrieg zu erwarten. Auch darauf müssen wir uns vorbereiten. Hier oben diese Gebiete sind ja eigentlich ziemlich safe. Da kann ja nicht viel passieren. Da kommen sie ja eigentlich gar nicht durch, aber da unten kommen sie sehr wohl durch. Das heißt, wir müssen so ein bisschen auch verschiedene Gebiete gleichzeitig beschützen. Der Norden ist eine Gefahr, da könnten sie landen. Hier drüben natürlich könnte es Krieg geben. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe die hier geschickt, das wollte ich gar nicht. Die könnten hier natürlich angreifen mit Artis, mit Schiffen, was auch immer. Aber eben auch hier unten ihre großen Landkräfte entfesseln. Das ist wohl meine größte Furcht, dass sie eben dann hier mit großen Armeen landen. Mit drei Nationen vor allem auch, weil die drüben brauchen sie nicht viel. Und da brauchen wir dann eben sehr schnell Hilfe aus unserer Koalition. Denn die Punkte werden so nicht reichen, fürchte ich. Das wird nicht reichen. Wir sehen ja hier aktuell 785 Punkte auf der Seite unserer Koalition. Der Expansionsmalus macht es langsam schwieriger. Und jetzt fehlt gar nicht mehr so viel Land hier drüben. Das wird für die 1000 Punkte vielleicht reichen. Das hier auf jeden Fall, wenn wir dann die 1100 auch sogar knacken. Aber es wird schwer, die 1500 zu bekommen, auch mit Spanien. Wir werden hier drüben wohl Land erobern müssen. Das ist so die Antwort. Gebäude werden helfen, aber natürlich wird es Krieg geben. Die werden das nicht einfach so akzeptieren. Die wollen sich ja auch den Rundensieg haben. Stark sind sie ja, die haben 515 Punkte, wir 785, ist noch lange nicht entschieden, dass wir das gewinnen müssen. Wir sind zwar aktuell klar in der Initiative und haben auch viel mehr Ausbreitungsmöglichkeiten noch, aber eben gleichzeitig werden wir auch zu groß. Und gerade die Diskrepanz zwischen uns und unserer Koalition ist auch relativ groß, was heißt eben, dass ich nicht mehr so viele Provinzen einnehmen sollte, um diesen Expansionsmalus besser aufteilen zu können. Lieber habe ich dann eben drei Allies mit minus 5 jeweils als einem mit minus 15, weil minus 15 sind deutlich schwerer auszugleichen als 3 mal minus 5. Und dementsprechend sollten wir eigentlich ein bisschen warten und Gebiete wie Sudan und Co. Kamerun alle an unsere Allies fallen lassen, wenn die ankommen. Das wäre besser, aber gleichzeitig muss ich eben auch Gebiete sichern, bevor dann hier drüben diese Koalition ankommt. Die werden da sicher noch drum kämpfen wollen. Aber genau, ich würde sagen, wir versuchen uns dann mal mit Spanien, können dann Palermo einnehmen, die Energie brauchen wir sowieso. Und hier so ein bisschen ihre Nachschubgebiete stoppen. Die Frage ist halt, grätschen wir damit so ein bisschen in ihren Krieg gegen Turkestan rein? Sicherlich, so ein Stück weit. Da haben sie bestimmt Optionen, aber andererseits gehe ich auch nicht davon aus, dass Spanien wirklich eine Chance hat. Sie haben 30 Provinzen, Turkestan 47, das Osmanische Reich hat nur 14 Provinzen, die sind ganz schön klein tatsächlich, ne? Das ist gar nicht mal so ein großes Land, die sehen groß aus, aber die Provinzen sind riesig. Das Osmanische Reich ist wirklich weak, ist eigentlich sogar sehr angreifbar, aber ich will halt noch keinen, also ich bin halt noch nicht bereit, aktuell einen großen Krieg gegen Turkestan zu beginnen. Also ich kann jetzt nicht im Osmanischen Reich landen, die haben hier drüben schon eine ganze Menge Truppen und die können ja auch alles uns entgegenwerfen, dass sie keine Grenze haben, die sie schützen müssen. Daher will ich jetzt noch nicht wirklich gegen sie Krieg führen und vor allem muss ich auch nach Nubien aufpassen, wenn ich jetzt noch Spanien und andere Nationen angreife, werden die KIs auch bald wütend werden, die werden uns auf jeden Fall angreifen. Die hassen uns jetzt schon, das heißt, ich gebe mal hier der Sudan-KI auch mal das Wegerecht. Damit die mich nicht angreifen, auch Kamerun kann Wegerecht haben, weil das verzögert zumindest so ein Stück weit dann, dass die uns angreifen. 47% deutlich besser, 44% das ist gut, wie sehen die aus? 44, okay, das ist alles besser, als ich das in Erinnerung hatte, immerhin. Das heißt, zumindest werden uns dann diese Nationen nicht direkt angreifen und ja, das hilft auf jeden Fall. Auch, dass wir eben so viele Tage Pause machen, immer hilft auch sehr dabei, dass eben die KIs nicht zu wütend werden, weil bis jetzt haben wir schon viele Kriege begonnen und langsam werden die KIs auf jeden Fall etwas nervös, würde ich sagen, wenn die uns ansehen und ja, da kann es ja helfen, dann hier so ein bisschen Diplomatie zu betreiben. Aber ja, ich würde sagen, wir versuchen heute dann mal einfach Italien zu sichern, aber auch Korsika und dann damit auch zu verhindern, dass eben die, wenn die hier durchbrechen, noch weitere Gebiete des Mittelmeers kontrollieren können, dass wir eben so eine Marineblockade machen, da ja bislang auch wir die einzigen sind, die Schiffe gebaut haben, wäre das, denke ich, ganz gut und unsere Allies haben ja sehr, sehr starke Armeen gebaut, sehr starke, fähige Streitkräfte hier unterwegs. Und die können dann eben auch helfen, sollte hier drüben ein Landkrieg passieren, dann würden wir ja auch nicht alleine stehen. Das ist ja das Wichtige, aber ich denke, hier oben zu vermeiden, dass sich die hier irgendwo festsetzen und unsere Allies bedrohen können, ich denke, das ist schon eine sehr sinnvolle Aktion. Das können wir auf jeden Fall machen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.